What happened? Jesse attacked you. You would have had a match against Camille. Yeah. A tournament match. Now yeah. Camille is retired. Yeah. He's out of Glam and the Rings of Europe, and now it's you versus Jesse, and nobody knows will that match happen tonight. Have you been informed by Alan Pollack yet? Sorry? No. She came to me. She came to me and put this thing on my back. You bitch. Yeah. I'm gonna come, you bitch. And I'm gonna to cast your face. We don't know when this match is going to happen, but first round, Kiera Kimera versus Jesse J now. Thanks. Wir sind zurück, Herr Peter. Da haben Sie übrigens Ihre zwei Kornbäckerl. Ja, mit Wurst. Da, Käse. Nicht, dass etwas übrig bleibt. Und was haben wir da im Ring? Außer dem. Ja, wie viel Bier hat denn Jesse J inzwischen getrunken? Nicht schon hackedicht. Sie haben es, glaube ich, verfolgt von der Kabine. Die saß da die ganze Intermission und hat eine Dose Bier nach der anderen gekippt. Das ist unprofessionell. Vor allem, das ist kein Role Model für die Fans da draußen. Oh oh, wir kennen die Musik. Das ist der Supervisor, allerdings nicht den Supervisor, den wir gewohnt sind zu sehen, Jürgen Kmeler heiß. Das ist der Supervisor des heutigen Abends, Herr Peter. Adam Pollack, der mit einem. Ja, das dürfte der Bodyguard sein. Ja, das ist die Head Security, ja, die Head of Security hier bei Rings of Europe. Der hat damals schon Pascal Signer. Quasi aus der Halle verwiesen. Ja, ich glaube, McGregor heißt dieser Mann. What are you doing? Nobody hears all your kicking and screaming. This will lead to nothing. Go away. Nobody wants you here. I brought this nice security guy. He's gonna escort you. No, keep your clothes on. He's okay. He's gonna escort you to the back. Please go calmly. Jesse, you're clearly drunk. Fick dich doch einfach. Also das waren sehr harsche Worte jetzt von Adam Pollack. No need, Jesse. You're drunk. Please leave with him. Wie kann Adam Pollack. Oh! Da ist Kiera Kimera! Ja, was macht die denn jetzt hier? Kiera Kimera! Don't look at me, honey. You wanted a match? Here's your match. The next tournament match, no DQ. No DQ! Tournament, wir haben es! Ja, völlig richtige Entscheidung von Adam Pollack. Ja, aber jetzt ist es doch schon vorbei. Jetzt. Das ist jetzt das Tournament-Match, das wir haben. Erste Runde, Kiera Kimera gegen Jesse J und No DQ. Und das hat er, ja, vielleicht ein bisschen Genugtuung, vielleicht ein bisschen ein Racheakt des Supervisors. Der hat gesagt, ja, okay, ihr könnt das haben, das Match. No DQ, denn es gibt ja, ich will jetzt nicht einmal sagen, eine gewisse sadistische Ader, die der offenbar Adam Pollack hat. Der möchte sehen, wie Jesse J offenbar Schmerzen erleidet. Ja, also der Plan ist mal gründlich nach hinten losgegangen, würde ich sagen, von Jesse J. Ja, außer einem Brummschädel wegen dem Bier hat sie jetzt morgen auch noch einen Brummschädel wegen diesem Brummschädel. Ja, aber Kiera Kimera hat eine kleine am Hinterkopf eine Wunde gehabt. Das haben wir vorher nicht gesehen in der Pause nach der ersten Show. Hat ein leichtes Cut hinten erlitten am Hinterkopf. Und jetzt hat sie sich hier einen kleinen Kopfverband angelegt. Auch vielleicht gleich als Protection ein bisschen. Think about it. Ja, aber sie muss sich eigentlich vor gar nichts schützen, denn Jesse J hat überhaupt nichts zu suchen. Oh, jetzt kommen die Stühle zurück. Ja, hier ist alles erlaubt. Das ist natürlich, wir haben es letztes Jahr gesehen, da gab es ein False Count Anywhere Match. Übrigens auch im Turnier. Gab es das eigentlich schon, dass eine Wrestlerin zweimal eine erste Runde in einem Turnier bestreiten muss und noch dazu in zwei so knallharten Matches?
Also das ist schon eine Höchststrafe für Jessie J. Ja, da fragt man sich manchmal wirklich, wer das bookt. Ja, jetzt wird das Turnbuckle hier noch entfernt, diese neuen Turnbuckles, die es jetzt bei Rings of Europe gibt. Haben die eine bestimmte Bezeichnung eigentlich, diese Turnbuckles? Die aus einem Teil bestehen, auch sehr in Japan, glaube ich, sehr, sehr oft verwendet werden. Meistens stehen da irgendwelche Sponsoren drauf. Ja, bei New Japan zumindest. In anderen Ligen gibt es normale Turnbuckles, aber jetzt geht es zumindest ins Ring. Schütze, Jesse J. Jesse J. ab und Chimera kommt nach. Oh, in den Ring Post. Oh, mit der Schulter und Sie in sehen, den Ring Post. Dieser Post ist nicht rund. Und sie ist mit der und die sind auch sehr, Kante in die sehr Schulter. Schwer und auf massiven Stahl. Da kann man sich schnell die Schulter eigentlich zertrümmern. Also das könnte jetzt der Wendepunkt sein, denn ja, Kira Chimera hat aus meiner Sicht zu wenig gemacht. Sie hatte das Überraschungsmoment und hätte eigentlich gleich versuchen sollen, das Match zu beenden. Ja, die und nicht Frage hier. Ist halt, weiß Kira Chimera, mit was sie sich da einlässt. Ich meine, Kira Chimera ist ein noch unbeschriebenes Blatt bei Glam und Jessie J, die hat alles schon ja, im Prinzip durch. Cinderella Deathmatch, harte Schlachten, False Count Anywhere, Summer Crush, sie ausgerastet. Die Frage ist, hat Kira Chimera, wie gesagt, die Fähigkeiten, dir Parole zu bieten, Jessie J? Und sie ist angeschlagen, das ist das Nächste. Oh, oh, haben Sie diesen irren Blick gesehen? Ich glaube, ein diabolischer Blick einer völlig durchgeknallten. Ja, aus meiner Sicht. Dame. Also Kira Chimera hätte die Chance gehabt, mit dem Überraschungsmoment einen schnellen Sieg zu erreichen. Aber jetzt glaube ich, dass Jessie J hier ja den Gar ausmacht. Es gibt aber kein False Count Anywhere abermals. Also es gibt hier No DQ, aber den Gegner muss man im Ring besiegen. Ja, Adam Pollard, es gibt auch kein Countdown. No DQ gesagt, also nehme an, dass er Kevin Erickson nochmal die Rules genau geschildert hat. Noch einmal in die Guardrails. Ich bin die Nummer 1. Da zeigt sie bereits, dass sie die Ansprüche auf den Titel stellt hier. Sie ist die Nummer 1. Jetzt wird ja noch umdekoriert. Moment, da kommt ein Tisch. Das ist der Timekeeper's Table. Also das gefällt mir jetzt gar nicht. Der Timekeeper's Table. Oh, sehen Sie, da will sie noch mit ihrem Headband, aber das ist natürlich... Wieder in den Ringpfosten. Also Jessie J hat eindeutig einen Plan. Glaube ich, ein bisschen... Wie heißt es so schön? Don't bite too much that what you can choose oder so in chew. Übersetzt. Ja, ich versuche dieses Kauderwelsch-Englisch jetzt irgendwie zu entziffern, aber ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Kauen Sie nicht, was Sie nicht schlucken können oder so ähnlich. Die Fans wissen schon, was sie. Oh mein Gott! Mit dem Hinterkopf auf den Hallenboden. Geistesgegenwärtig, da reversiert sie und ein Spinebuster. Durch den Tisch. Sehen Sie mal, Jessie J. Kira Chimera. Willen. Und Jessie J. mit dem Hinterkopf auf den Concrete Floor. Der Ringarzt doch kommen und schauen, ob sie nicht eine Gehirnerschütterung hat. Um Gottes Willen, was für ein hammerharter Move. Und jetzt könnte natürlich Kira Chimera hier das Blatt nehmen. Geht hier mit dem Bier. Das Bier oder ist das Wasser? Ja, das ist eine Bierdose. Aus dem Jessie J. Reservoir. Oh, haben Sie das gesehen? Die Bierdose genau ins Gesicht. Und noch eins, die Idee. Sie muss jetzt eine härtere Gangart schalten, Kira Chimera. Und ich glaube, es wäre schon langsam, mit welchen Mitteln sie Jessie J. bekämpfen muss. Jetzt macht sie wahrscheinlich noch einen kräftigen Schluck aus dem Bier, aus der Bierdose. Oh, oh, er macht eine Bierbash! Bierdosen surround! Und da schneidet sich noch die Dose in die Fans, dann müssen sie aufpassen, dass sie keinen Fan trifft. Ja, und dann muss man die Halle wieder reinigen, extra wegen so etwas. Also wirklich. Sehr unnötig hier von Kira Chimera und auch die Kenntnis ist wieder angesaut. Also, ja, aber jetzt das in diesem Match. Also das hätte es damals nicht gegeben. Wer denkt denn da noch bitte dran, ob es hier irgendwie noch sauber bleibt oder nicht, der Halbboden? Na gut, okay. Man muss nachher ein bisschen drüber wischen, aber
Wo geht jetzt Kira Kimera hin? Da baut sie da irgendwas auf? Möchte sie vielleicht eventuell... Aber könnte es sein, dass Jessie J durch diese Bierfontäne jetzt wieder aufgewacht ist? Die war doch ziemlich benebelt und dann hat sie diesen Bierschal abbekommen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel Bier sie wirklich intus hat, Jessie J. Kira Kimera wartet da. Und dort, genau auf einem Jahr, hat ja Jessie J Gentle Jordan besiegt. Und ich glaube, der Kira Kimera denkt daran, ich werde dich da jetzt auch quasi abfertigen, da hinten auf der Rampe. Stunner? Ja, da hatten wir vorher das Bier, jetzt haben wir auch noch einen Stunner. Also ist heute hier der Steve Austin Appreciation Tag. Jetzt, Moment, Kira Kimera mit Jessie J, Suplex vielleicht auf die Sessel? Oh, Gottes Willen. Da brechen die Sesseln gar nicht durch, sondern bleiben stabil. Schau sie. Sind sie mit? Da kann man sich ja schnell im Prinzip die Wirbel verreißen. Ja, ich hoffe, Jessie J macht Yoga oder so etwas in der Art, dass sie so etwas ab kann. I'll never give up, sagt sie. Na bitte. Da klemmt sie Jessie J da ein treibt sie förmlich zurück in den Ring. Mich überrascht das schon ein wenig. Ich könnte das, könnte da the beginning of the end sein. Für Jessie J 1, 2, wow, 2,85 war das. Da hat nicht viel gefehlt. Ja, Kevin Erickson zeigt das an, aber also ich bin doch erstaunt, dass Kira Kimera hier so gut in diesem Match drinnen ist. Aber Jessie J. Oh! Und jetzt hat Jessie J. jetzt Kira Kimera den Sessel auf den Kopf geschleudert. Sie ist wieder zurück offenbar. Jetzt auf die Schulter, auf die angeschlagene Schulter nochmal. Ja, natürlich. Es geht hin und her. Also beide Wrestlerinnen wollen in die nächste Runde. So eine Art Mongolien-Job von Jessie J. Moment, könnte das der Finish sein? Feierabend? Das ist der Feierabend. Auf den Stuhl mit dem Kopf und das ist der Sieg für Jessie J. So hat sie Camille Griot heute besiegt. War das nicht der Finisher von Sigmaster Rappo früher? Ja, Peter. Die Zeiten sind vorbei und danke, dass Sie das auffrischen. Jessie J. ist im Viertelfinale. Ja. Feierabend. Wie viel hat dieses Match jetzt? Substanz gekostet, langfristig. Also ich glaube, da muss Jessie J noch einiges dran knabbern. Jetzt mehr die nächste Runde ist ja auch nicht erst, ist ja auch nicht schon morgen. Ja, das dauert jetzt da, wieder das Game bisschen, geht ist die nächste Runde. Wahrscheinlich 2022. Ja. Die Fans sind jetzt sogar etwas perplex, was sie da jetzt gesehen haben, diese Brutalität von diesen beiden Damen. Ja, aber diese Brutalität sind wir gewohnt bei Jessie J. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Wir haben es auf der Burg gesehen. Kira Kimera hat das wohl noch nie gesehen, so ein Match, oder war? Die hat das jetzt aus erster Reihe live mitbekommen und ich glaube nicht, dass sie das noch mal sehen will. Welchen Titel eigentlich? Den Glam Champion Titel. Der wird übrigens gerade produziert. Gut, Herr Peter, wir kommen gleich zum nächsten Match.